Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vor allem, das ist jetzt... Alle 5 Sekunden hast du das Vieh. Da hilft dir dann das bisschen Flammenwerferöl auch nicht mehr. Warte, warte, warte. Ah, nee, Quatsch, da will ich ja gar nicht hin. So. Wo gehe ich denn jetzt mal lang? Ja. Vor allem, ich stand schon davor. Eigentlich hätte man ja sagen können, hier. Geh gleich raus. Ich bewege mich gleich in den nächstgelegenen Schrank, ja. Und das war's dann. Dann gehe ich nach Hause. So. Immer noch nettes Foto und, okay, hier kann ich offensichtlich rumlaufen, wie ich will. Deswegen... Das Vieh ist nur noch auf so einem ganz, in so einem ganz kleinen Areal unterwegs. Und das finde ich ein bisschen unfair. So, Knöpfchen ist gedrückt. Also wird gleich gedrückt. Und hier kommt man ja nicht hoch, ne? Warum ist hier vor allem zu? Da ist es. Das campt hier. Das campt hier einfach, das Vieh. Vor allem jedes Mal, wenn ich versuche rauszukommen, kommt es wieder. Gerade wenn es mal still wird. Ja, ist wahrscheinlich jetzt hier drin, ne? Ha. Irgendwie nicht so der wahre Jakob, ne? Vor allem geht mir dieses Gewackel so extrem auf den Sack. Kann man das nicht abschalten? So, und jetzt lass mich doch wenigstens...
So, nach links darf ich gar nicht gucken, weil da wird mir nämlich richtig schlecht im Moment. Ja. Ja, 75% abgeschlossen am Arsch. Das bringt mir doch nichts. So. Ich gehe jetzt nochmal und speichere. Jo. Das finde ich ist eine gute Idee. Das ist zwar pussymäßig, aber was willst du machen? Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht hier unten irgendwo auftaucht. Weil dann schreie ich Zeta und Mordio. Bin ich hier vor dem Eingang? Wie sieht das denn hier aus? Da komme ich rein, ja. Lebt noch. Luftschleusennormalisierung abgeschlossen. Luftschleuse geöffnet. Wo kann ich hier speichern? Oh, Gott sei Dank. Luftschleusennormalisierung abgeschlossen. Luftschleuse geöffnet. Guten Tag. Yum. So. Aber es ist wenigstens abgespeichert. Luftschleusennormalisierung abgeschlossen. Luftschleuse geöffnet. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanankündigung. Luftschleusennormalisierung abgeschlossen. Luftschleuse geöffnet. Wieso steht es denn da? Wieso steht's direkt vor der Tür? Wie arschig ist das denn? Fatality. Alien wins. Überlegene Sinne, das ist ein Camper. Das ist ein Cheater. Das ist doch keine überlegene Sinne. Ich sag doch auch nicht, dass ein Aimbot überlegene Sinne hat. Also wirklich. Janu, quatscht nicht alle gleichzeitig. Das Vieh ist direkt davor. Bewegt sich das jetzt auch noch weg oder bleibt das da? Das ist nicht ein Bug, das ist ein Feature. Das wartet da. Das wartet da die wirklich. Okay, das ist jetzt mal 2 Meter in die Richtung gegangen. Ich probiere mal mein Glück. Hui! Drück da jetzt mal drauf. Oh. Oh nö, das geht doch jetzt nicht weiter, oder? Autsch. Okay, da ist ein Weg rein. Mach die Tür auf. Und zu.
So, das Vieh ist jetzt weg. Das heißt, das Spiel müsste jetzt eigentlich zu Ende sein. Ja. Geduld. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, Wade. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Okay, Alien ist weg. Jetzt können hier nur noch Menschen und Androiden rumlaufen, richtig? Was ist das denn? Notepaper 200. Was gibt's hier? Schrott. Subkutane Bindemittel. Wo kommen wir denn hier weiter? Weiß der Geier. Achso. Plasmaschneider. Ja, natürlich. Immer Hauruck-Kapelle. Achso, ja. So, einmal schön an der gepunkteten Linie lang. Das schafft sogar ein Vierjähriger. Und runter. Irgendwie gefällt mir das hier alles nicht. Oder gibt es noch ein zweites? Warum ist hier die Tür halb offen? Verbesserung für Ionenschneider. Ich brauche keine Verbesserung. Ich will nach Hause. Oh ja, den Schrott will ich unbedingt einsammeln. Da ist einer tot. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Eine Pumpgun? Wieso denn eine Pumpgun? Wieso eine Pumpgun? Och nö, kämpfen wir jetzt die ganze Zeit gegen die... Androiden? Okay, da ist dicht. Hier ist auch nichts. Hier ist ein Knopf. Wieso kann ich hier nicht draufdrücken? So. Okay, hier werden wir... Ah, da ist eine Tür. Okay. Hier ist aber auch nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na Kumpel, sieht aber nicht mehr so gut aus für dich, ne? Da ist Sensor. Die Tür ist doch zu. Eine Schlüsselkarte. Ja, bei so einem großen Areal denke ich mir doch gleich wieder...
Gleich laufen hier wieder 10, 20, 100 von den Androiden durch die Gegend. Trust no one. Ja, sehr guter Punkt. Gibt es hier irgendwas zu holen? Ist das ein Computer, den ich benutzen kann? Was zeigt der denn an? Ah, CPU-Auslastung. Sehr schön. So. Keep moving. I like to keep moving. Okay. Speichermöglichkeit hätte mir ganz gut hier gestanden, aber ich bin immer noch duselig von dem Gewackel. Okay, waren wir hier schon mal? Ich glaube ja, ne? Hier bin ich schon mal durchgegangen. Jetzt fängt das Gewackel wieder an. Lass das. Okay, hier können wir durch. Okay, ist hier was zu holen? Das Gesetz des Leveldesigns sieht das eigentlich vor, aber natürlich nichts. Mann, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt nirgendwo. Ah, guck mal hier, da ist das. Ist ja gar nicht so weit mehr. Das wundert mich jetzt aber schon. Okay. Irgendwie gefällt mir das hier alles nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Vor allem gefällt mir auch nicht, dass jetzt gerade mein Auge juckt. So, wir bauten unten Stablampen an. Okay. Da kann ich auf jeden Fall schon mal speichern. Dann werde ich auch mal Dings machen. Hier. Wie heißt das? In Anspruch nehmen. Ein Terminal. So. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Soll das ein Scherz sein? Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten. Blablabla. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Ja, ich nehme mir einfach alles zum Schrottpreis. An alle Mitarbeiter. Colonial Marshals Probleme auf der Station und werden das Ganze untersuchen und auf dem Laufen halten. Okay. Sehr schön. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI. Sehr schön. Ja, das haben wir schon gedacht. Guck mal hier, der verkauft alles zum Schrottpreis, aber nix ist da. Die Tür haben sie auch verkauft, deswegen ist sie jetzt auch dauernd offen. Ein Vidicom. Welcome to the end of the line. Und Nase juckt jetzt. Auge juckt, Nase juckt. Dieses Spiel genieße ich mit allen Sinnen. Jö. Wollte ich denn hier zu holen? Hallo? Da komme ich nirgendwo hin. Komme ich hier irgendwo hin? Da komme ich auch nirgendwo hin. Wo muss ich denn hin? Na, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Achso, ich muss hier gar nicht hoch, offensichtlich.
1001. Ja, das sagt viel über das Spiel aus. Hier komme ich aber auch nirgendwo lang. Oder komme ich hier durch? Nee, hier komme ich auch nicht durch. Baggage Claim ist auch kaputt. Hier ist noch ein Knöppelchen. Aber den hatten wir schon mal aktiviert. Ja, weiß ich nicht. Eine Runde Shufflepack wäre natürlich gut, aber wir haben keinen Mitspieler. Deswegen weiß ich gar nicht, wo müssen wir denn jetzt hin? Merkwürdig, merkwürdig. Ja. Hier können wir nochmal in die Ferne schauen. Das lohnt sich ja hier richtig. Ja, und hier, da ist zwar eine Tür, die auch offen ist, aber wir kommen ja nirgendwo durch. Hier ist nichts. Ach, hier komme ich ja wieder runter, ne? Ah, gewusst wie, ne? So. Da ist eine Tür. Schauen wir mal, ob sie aufgeht. Ich habe da... Ach, Verbesserung für Ionenschneider. Warum habt ihr immer... Wieso gibt es nicht einen Ionenschneider? Einer für alles. One size fits all. So, ich gehe mal wieder in die Knie. Da stöhnt Ellen auch einmal. Nee, nicht Ellen, sondern Amanda. Ellen ist ja Mutti. Und Amanda ist ja Tochter. So. Da fallen Funken, regnen da herab. All Departures. Ja. All Departures. So, hier wird erstmal gespeichert. Warum hier alles wackelt, habe ich keine Ahnung. Ja, bitte. Bitte Speicherdaten überschreiben. Da können wir aufs Terminal zugreifen. Lalalalalala. Kennen wir das nicht alle schon? Was haben wir denn hier noch? Energieknotenpunkt. Hier haben wir schon mal Energie hergestellt. Ach, jetzt fängt wieder dieses Gewackel an. Damit müssen die echt aufhören. So. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt eigentlich alles gut. Okay. So. Hier kommen wir auf jeden Fall nach unten. Ich weiß nicht, ob unten gut ist, aber wir machen einfach mal unten. Die Luft ist hier nicht gut. Kommen wir jetzt hier nicht gleich wieder zu den Androiden? Ich glaube ja. Wenn man uns schon so eine Pumpgun in die Hand drückt. Dann kann es sich ja eigentlich nur darum handeln. So. So, so. Na, mal gucken, ob wir hier durch den Gepäck, durchs Gepäckband kommen. Durch die Gepäckschleuse. Ja, hört auf damit. Moment. Hier kommen wir ja nirgendwo hin. Ach, hätten wir durch die andere Gepäckschleuse müssen, oder was?
Auf der anderen Seite sieht so aus. Hier ist ein Knöpfchen. Da können wir aber nicht drücken. So, ich gehe mal hier ganz normal, weil im Moment haben wir ja keine Notwendigkeit, uns zu verstecken. Das kann sich ja aber immer wieder ändern. Hier ist auch nichts. Ist das eine Verarschung? Kommen wir hier runter? Nö. Da kommen wir auch nicht hoch. Hä? Du. Hier ist eigentlich ein Knopf, den wir drücken können. Aber offensichtlich ist das nichts. So sieht's an jedem guten Flughafen aus. Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn mit dem Gepäck Schindluder getrieben wird. Okay, hier kommen wir also nicht hin. Warum funktioniert das hier nicht mehr? Ja, dann kann ich eigentlich nur zurücklaufen und hoffen, dass ich dann da weiterkomme. Ach, hier komme ich lang. Ja, Leben kann so einfach sein, aber dann sind wir jetzt ja wieder oben. Oder? Ist das der gleiche? Doch, das ist die gleiche Leiter, oder? Ja. Gate A. Was haben wir hier? Zugangscode eingeben. Ich habe keinen Zugangscode. Aber ich habe da einen Computer. Der nicht funktioniert. Dann gucken wir hier nochmal in den Computer rein. Vielleicht ist da ja ein Code. So. 0340. Hätte ich eigentlich sehen können. So, einmal laufen. Employers only. 0340. Und dann nochmal die 0. Und bestätigen über Schramm, Schramm. Hier gibt es einen Sensor. Und Schrott. Und noch mehr Schrott. Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Boah, ich muss wirklich eine Aufnahmepause machen. Deswegen, ich werde noch einmal kurz abspeichern und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Das war ja eine kurze Aufnahme. Naja, ist halt so, wenn es so wackelt, dann wird mir manchmal schlecht. Ich speichere noch mal kurz und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, tschüss!